Was auch noch eine Frage war von einigen zum Thema Kanalbanner. Schauen wir uns auch an. Kanalbanner. Was ist ein Kanalbanner? Also das ist das, was du in deinem YouTube-Kanal oben siehst, wobei du hier aufpassen musst. Es gibt ganz klare Größeneinschränkungen. Das heißt, alles, was du hier siehst, siehst du eigentlich nur am TV-Gerät. Wichtig ist, dass alles, was für dich relevant ist, wo du sagst, das soll jeder sein, das muss in diesem Abschnitt sein, weil das siehst du auch am Handy. So, dafür habe ich mir eine, muss ich mich wieder verschieben hier, es ist schrecklich. So, dazu habe ich mir eine Schablone gemacht. So, zur Übersicht, das Kanal Banner hat insgesamt 2560 mal 1440 Pixel aktuell. Wie gesagt, das ist hier rot dargestellt und nur auf Fernsehgeräten sichtbar. Am Smartphone siehst du nur diesen grünen Bereich hier. Und darum ist es wichtig, alles, was relevant ist, wo du sagst, das muss jeder sehen, gehört natürlich in diesen grünen Bereich hinein. Der ist 1546 mal 423. Das Gelbe ist, was du am Tablet siehst, 1855 mal 423. Und das Orangefarbene hier siehst du am Laptop oder am Desktop-PC, abhängig von der Auflösung, die du eingestellt hast. Grundsätzlich ist die Größe, die hier vorgegeben ist, 2560 mal 423. Das kannst du auch gerne als Vorlage von mir haben. Sind eigentlich nur, du siehst hier, wenn ich es anklicke, sind eigentlich nur Rechtecke, also nur Elemente, aber die dienen halt mir immer ganz gut für den Bau von Kanalbildern. So, hier nochmal die Übersicht. Desktop, Tablet, Sichtbarkeit, Smartphone-Sichtbarkeit. So, und das ist jetzt mein Bereich. Ich fange immer damit an. Also für mich zählt, was sieht man am Smartphone-Macher, weil wenn man schauen, dass mittlerweile sicher 60% am Smartphone zuerst was schauen, dann ist wichtig, was sehe ich hier. Also hier kommt alles rein, was wichtig ist. Jetzt möchte ich dieses als Vorbild nehmen, so das baue ich mir jetzt schnell nach. Wie mache ich das? Indem ich das als Basis nehme. So, das habe ich nur als Schablone für mich. So, und dann baue ich einfach nach diesem Schema. Das, was hier noch grün ist, ist alles, was man am Handy sieht. Also was für mich wichtig ist oder was für die Leute wichtig sein soll. Der hübsche junge Mann hier, okay, auch schon wieder 2, 3 Jahre her, hier kommt dein Thema hin, es kann ein Satz sein, es kann deine Internetadresse sein, es kann sein Erstgespräch anfordern oder hol dir mein Freebie, egal was. Wichtig ist, das sieht jeder. Diesen Bereich, der hier gelb ist und bis hierher ungefähr geht, siehst du am Tablet, also der ist weniger wichtig und das siehst du nur am Desktop. So, und wenn wir das jetzt schauen in der fertigen Variante, schaut das zum Beispiel so aus. Das heißt, so würdest du das jetzt am Fernsehgerät schauen. Am Tablet, am Laptop sieht es überall gut aus. Du kannst jetzt hier natürlich noch Zusatzinformationen dazugeben, wo man sagt, okay, die sieht man halt dann nur am Laptop. Ich habe zum Beispiel hier oft meine Social Media Geschichten drin oder links noch irgendeinen Spruch oder irgendein Bild. Aber im Prinzip ist es wichtig, dass eben der mittlere Bereich vom Kanalbanner, das muss optimiert sein. Alles andere ist Nebensache. Was man trotzdem nicht unterschätzen darf, mach es fertig, das komplette Banner, weil es halt auch, ich sag mal, ich selber schaue mir immer wieder auch das, was im Fernsehgerät an, und dann hat das eine ganz andere Wirkung, weil alles, was im Fernsehen ist und du siehst plötzlich, ah, okay, der ist im Fernsehen, der ist. Den kennt man. Also sollte im TV-Auftritt das natürlich jetzt nicht so aussehen, sondern es sollte so aussehen. Gut, also wie du diese Dinge überschreibst, ist relativ simpel. Wie gesagt, Vorlage kannst du auch hier dazu haben.